Sehr geehrte Damen und Herren, der 1. Januar 2022 war für das Saarland ein ganz besonderer Tag, nämlich das Jubiläum seines 65. Gründungstages als Bundesland. Grundstein für die im Jahr 1957 erfolgte Integration des Saargebietes in die Bundesrepublik Deutschland als 10. Bundesland waren das Saarreferendum von 1955 und der 1956 in Luxemburg geschlossene Saarvertrag. Dieser Prozess war in vielfacher Hinsicht richtungsweisend. Erstens, weil trotz des zwischen Paris und Bonn ausgehandelten und letztlich fehlgeschlagenen Saarstatuts die deutsch-französische Freundschaft genauso wenig behindert wurde wie die Wahrung des europäischen Erbes unseres Landes. Und zweitens, weil die sogenannte kleine Wiedervereinigung den Weg für die große Wiedervereinigung ebnete. Denn Artikel 23 des Grundgesetzes, über den 1990 die ostdeutschen Bundesländer beitraten, fand im Saarland seine erste Anwendung. Damit endete jedoch keineswegs die wechselvolle Geschichte des Saarlandes. Wandel und Modernisierungsdruck blieben stetiger Begleiter. So zwangen die Kohlekrise der 60er Jahre und die Stahlkrise der 70er und 80er Jahre dem Land einen schmerzhaften Strukturwandel auf. Der Steinkohlebergbau wurde sukzessive zurückgefahren bis zu seinem Ende im Jahr 2012. Die Stahlindustrie wurde restrukturiert und liefert heute mit weit über 10.000 Beschäftigten Hightech-Produkte in die ganze Welt. Und mit Industrie 4.0, moderner Mobilität und Digitalisierung befindet sich das Saarland nun erneut mitten in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Daher werden Erhalt und Ausbau einer modernen Industrieproduktion, eines leistungsfähigen Mittelstands sowie eines innovativen Wissens- und Forschungsstandorts von der Landesregierung dynamisch vorangetrieben, damit wir auch in Zukunft weitere Jubiläen als Bundesland begehen können. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Ausstellung und beim Erkunden der Anfangsjahre unseres Bundeslandes.